Hallo Leute, willkommen zurück zu Danger Zockt hier auf der City Build und ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Mein Timer funktioniert wieder, aber ich weiß nicht, warum er manchmal nicht geht. Also das habe ich noch nicht rausgefunden. Okay, jetzt brauche ich wenigstens nicht aufs Handy zu gucken, ne, sondern habe jetzt wieder den schön bequemen Timer hier auf dem zweiten Bildschirm. Ja, und wir sind am Spawn. Ihr seht's, wir gehen aber nach Hause. Zu meinem Grundstück. Ach ja, was ich beim letzten Part vergessen hatte, Elytra-Rennen, könnt ihr euch angucken bei THJG. Hey, der hat das aufgenommen. Fand ich ziemlich cool. Ich war ja selber nicht da und wollte eigentlich generell mal wissen, wie das so aussieht, ein Elytra-Rennen. Ich kannte das noch nicht. Ja, das gibt's auch. So, und da habe ich doch bestimmt auch noch was drin, genau. Halt, ist schon gebraten. Die Eimer nehme ich mal alle mit. Für den Fall, ich finde wieder einen Lavasee. Einer der Farmwelten. Nee, der nicht. Der. Und die kann man theoretisch auch wieder mitnehmen. Die sind ja jetzt da ausgeleert. Gib. Moorblut. Da ist echt schon eine Menge. Vielleicht biete ich die Federn einfach mal an. Ich meine, wofür brauche ich die eigentlich? Ich will eh einen, einen Bogen mit unendlich haben, sozusagen. Dann brauche ich eigentlich die Federn nicht. Ah, ich muss da auch noch die Angebote dann im Forum ändern. Ich glaube. Boah, ich dachte schon, sah gerade irgendwie komisch aus hier so aus dem Augenwinkel. Knochenmehl. Hey, guck mal, ich komme einfach nicht hinterher. Das ist, wird wahrscheinlich besser weggehen, aber. Oh, was war denn das jetzt eigentlich für eine Farbe? Da müssen wir nochmal unten auf unsere schlaue Tafel gucken. Übrigens, glaube ich, mit I kann man das auch noch fett schreiben. Ach so, die 3 war's. Ich habe ja so manch. Das sieht echt immer so ein bisschen, als ob da was vorsteht. Das ist wegen dieser Kante, aber ich habe die ja extra drin. Damit man sich hier den Kopf nicht einrammt. Ja, egal. Weiß ich auch nicht, warum mir das erst jetzt auffällt, Mann. So, was gibt es denn da? 15 Stück für 10 Dynamite. Ich weiß nicht. Nee, komm, das kann doch nicht wahr sein. Für 5. Ich mach's mal so. Shop erfolgreich erstellt. Quatsch, das war ja mit und. 3. Warte mal, was war das jetzt, was ich da reingepackt hab? Ja, Federn. Federn. Ich will nicht handeln. Ich will nicht. Und tschüss. Kommst du nicht rein? Muss meine Folge angucken. Weiß gar nicht, warum ihr immer hier unten rein wollt in meinen Keller. Ich meine, ihr könnt auch hier reinschalten, dann seht ihr es. Augenzwinker. Ich müsste mir 2 Homepoints machen. Einmal hier drin und draußen, dann kann. Ist es vielleicht einfacher. So, komm, wir verkaufen jetzt den Kram hier. Brauche ich nicht. Auch wenn es nur Peanuts sind. Peanuts. Immerhin 16 Deinmark. Für ein Stück Gold. Na, Gold ist wirklich selten. Das findet man echt nicht so viel. Ich meine, dass man das sonst mehr findet. Sandstein geht nicht? Was soll das denn? Achso, so, ja. Da kommt der Eimer hin. Wir können auch die Kohle verkaufen. Hat der nicht hier so eine Kiste? Ja, genau. Wollte schon sagen. Ich wusste es doch. Es haben nicht genügend Teilnehmer an der Runde teilgenommen. Genügend Spieler teilgenommen, besser gesagt. Oder wie wird's geschrieben? Spieler, ja. An der Runde. Home.
renne ich dagegen, weil ich mit der linken, nee, mit der rechten Hand zu meiner linken Hand rübergreife, weil die gekitzelt hat. Und dann drücke ich mit der rechten auf der linken Hand mich so rüber, praktisch, dass ich dagegen renne. Voll blöd. Was mache ich denn eigentlich hier? So, wie viele haben wir denn? Ich will so einen Bogen haben. 56 Spieler. Guck mal so durch. Von wem habe ich denn das letzte Mal den Bogen gekauft? Denver 7, glaube ich. Oh, ich guck mal, ob der drauf ist, der mich getötet hat. Nee, der ist nicht drauf. Ich probiere es einfach. Warum denn nicht? Oh. Caps Lock sollte man ausmachen. Werbung 90. Suche OP Bogen. Warte mal. Das ist doof. Wir sagen Suche Bogen. Halt. 3. Stark 3. Was gibt's noch? Haltbarkeit und Stärke. Verbrennung auf jeden Fall und unendlich. Aber ich weiß nicht, ob es noch ein Attribut gibt mit Punkten, also Haltbarkeit. Effizienz gibt es nicht, ne? Ich glaube, das war alles. Ja. Es gibt, glaube ich, noch was, dass der sich selber repariert. Das, genau. Aber das brauche ich eigentlich nicht. Genau. Und dann logischerweise an wen? Und so werden wir das jetzt Stück für Stück auch bei. Boah, kostet 270 mal, ne? Hätte ich jetzt gleich bunt machen können. Also, und so geht das dann Stück für Stück weiter. Auch mit einem. Mit einer Spitzhacke werde ich dann fragen, irgendwann mal nach einer Schaufel. Vor allem ein Schwert. Das ist eine gute Frage. Ich wurde getötet. Aber wahrscheinlich fragen die sich wirklich, ich habe jetzt innerhalb von einer Woche zweimal nach einem Bogen. Gut, zweimal ist jetzt nicht so viel eigentlich, ne? Oh Leute, guckt ihr nicht meine Folgen? Da würdet ihr es. Hä? Ah, hier, alles klar, mein Schwert ist mir ausgerutscht. Da konntet ihr es kurz sehen, wer es war. Oh, ich finde das so unübersichtlich dann mit SMS. Also, von wem, wenn ich fragen darf? Ist jetzt eigentlich nicht wichtig. Ich habe ja auch jetzt nicht gesagt, hier könnt mit mir chatten, weil mein Bogen kaputt ist, sondern ich will ja eigentlich jetzt nur SMS haben, wenn ihr mir einen Bogen verkaufen könnt. So. Was zahlst du? Also ich würde sagen, ich 1000. 950 und du bist in der Folge. Wie beim letzten Mal, komm. Voll gut. Bin ich mal gespannt. Herr Labe, den kenne ich auch noch nicht. Oder Labe. Da angelt einer. So, ich sagte bestimmt, ich hab voll die Macke, ey. Ach so, nee, ja, guckt mal. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil da meinte einer, dass 950, wie ich ausgegeben habe in dem letzten, in dem vorletzten Video, dass das voll günstig wäre für so einen Bogen. Ich meine, ich habe da ja jetzt keine Ahnung, ne? Vielleicht hat er auch denjenigen, der es kommentiert hat, nur abgezogen. Und er hat es voll überteuert bekommen. Komm, wir gucken uns mal die Leute am Spawn an. Ach hier, das ist der Neue. Also, was heißt neu? Ich habe ihn noch nie hier gesehen. Das ist mir auch neu. Ach, guck mal, er ist ja gleichzeitig auch beim Ordnungsamt, der YouTuber. Und bei ihm könnt ihr das Elytra-Rennen nochmal anschauen.
Oder der ist erst seit kurzem Ohren. Das wechselt ja immer. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich mal für irgendwas bewerbe. Nur so vorübergehend, ne? Haltbarkeit 3, Stärke 5, Unendlichkeit Flame. Ach so, Stärke 5. Ah, komm, da. Was gebe ich denn dafür? Ich wusste gar nicht, dass das Stärke-Ding bis 5 geht. Aber da würde ich echt noch mal so 250 drauflegen. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, der nächste Bogen. TPA. Da muss ich immer kurz überlegen, TPA oder TPA hier, wobei es ist ganz logisch, TPA hier bedeutet, ich frage, ob er zu mir will. Aber jedes Mal denke ich von neuem drüber nach, warte mal, wie rum will ich denn jetzt gerade? Ne? Ist voll doof. Habe ich jetzt überhaupt so viel Geld? Oh. Ja. Sonst hätten wir in die Lobby gehen müssen. Zusatzlager. Ah, das sind die Öfen für die Zimmer. Verstehe. Aber da müssen die Gäste dann erst hier runtergehen, um ihre Öfen nutzen zu können. Bei mir sind sie gleich im Zimmer drin. Ist von Vorteil. Spart euch ein bisschen den Weg. Einliegerwohnung. Hä? Was hat er gemacht? Was gibt's hier zum Shop? Ah, hier unten hat er seine Verzauberung. Achso, natürlich. So, was hatten wir gesagt? Wo steht's? Ach, da. So, 200. 1200. So, erstmal gucken. 3, 5. Moment mal. Das ist Stärke 4, nicht 5. Ich wollte schon. Ah, egal. Ist jetzt egal. Da drücken wir mal ein Auge zu. So, habe ich jetzt. Dankeschön. Ist doch wirklich Stärke 4, ne? Ja, ist vor dem V das I. Und das bedeutet 5 minus 1, 4. Römische Ziffern. Römische Zahlen kann man schon mal verwechseln. Wechseln, das klingt besser als vertauschen. Und damit gehe ich zurück. So, wie gesagt, kein Problem. Gruß. Blackweed. Wie du siehst, habe ich einen Bogen. Wie du siehst, habe ich einen Bogen. Ach so. Neuer Nachbar? Ah. Willkommen. Und bitte nicht bei mir oben klettern. Das mag ich nicht über mein Dach. Sonst muss ich da wieder die Türe zumachen. So. Hunger. Nee, nee. Das ist nee, nee. Das machst du nicht. Ey, das ist doch schon günstig, finde ich. Ey, 200 Deinmark? Für 7 Tage, weißt du, ein Stack Kohle, Steinequip.
Dann muss ich ja auch weiter drücken. Voll Dumpinglöhne. Meinen Mitarbeitern zahlen. Ich habe ja keine, aber ne, ist eben so der Witz. So, wie sieht denn das aus? Da ist jetzt ein bisschen was drin noch. Ist gar nicht so gut weggegangen. So, die Federn, Eisen, Wolle. Also es ist erstmal wieder alles aufgefüllt. Wobei, hier habe ich ja ein bisschen geschummelt. Hier war ja Knochenmehl drin. Das habe ich aber einfach nicht da. Gut, und an der Stelle würde ich dann auch erstmal sagen, danke fürs Einschalten. Ja, gleich wieder da. Ach so. Ja, dann hier, Black Widow rein. Das hässlichste Haus der Straße ersteigert. Ja, können wir uns nächstes Mal ein Bild von machen. Und bitte bewerten nicht vergessen. Würde ich mich freuen drüber und haut drin bis dahin. Tschüss.